Wir wollen mal gucken, was ich rausholen kann. Der Fahrer vor dir ist auf harten Reifen unterwegs. Du bist also, ja, ich bin im Vorteil, ja, das ist schön, aber trotzdem irgendwie auch nicht so. Ich bekomme blaue Flagge und habe noch einen weißen Pfeil hinter mir. Weißt du, hast du nicht mal die weiße Linie überquert und du kriegst eine blaue Flagge? Nee, ich habe noch keinen weißen Pfeil und bekomme eine blaue Flagge. Ja, die sind heutzutage sehr schnell. Toll, der ist in die Boxen eingefahren und ich habe DRS von dem bekommen. DRS bekommen, oder der erste in die Box rein. Lustig. Und McLaren geht gerade in die Box einer von zwei. Ja, das ist ja. Achso, Der erste Hamilton. Ja, erklärt einiges. Ja, das Pick ist vor mir. So, jetzt heißt es aber ab in die Box. Mit denen habe ich vorhin mal schön tanzen. Doppeldreher. Position nach Stopp. Er zeigt mir immer noch 17 an, obwohl ich jetzt auf Platz 10 bin. Ja, aber naja, mal gucken, was du jetzt nach der Box bist. Vielleicht bist du ja 17. Naja, ich wäre so wahrscheinlich so oder so 24. Wow, 3 Sekunden. Ah, da haben sie aber einen riesen, glaub ich, riesen Ding rausgehauen, ey. Im Moment bin ich Platz 15. Ich bin Platz 15. Wirklich geil. Und es dauert noch, bis der andere kommt. Der war, glaube ich, auch noch in der Box, so wie das aussieht. Irgendwer war noch in der Box. Ob Senna war, weiß ich nicht, aber... So, jetzt heißt nochmal 8 Runden Vollgas geben und viel rausholen möglichst. Und möglichst nicht drehen. Nach Möglichkeit, weil es ja so einfach ist. Versuchen kann man es ja. 4 Sekunden auf meinen Vordermann. Wie schaut's denn bei dir aus? Ich weiß ja. Ich weiß nicht. Ich hab. 22, sondern alles mit dem Nike fahren auf der Gerade mit scheiß DRS. Weil ich statt Ziel bin. Oder ich weiß nicht, ja, DRS schon, da gibt's DRS. Auf jeden Fall war es statt Ziel ist DRS, ja, genau. Ja, ist mal wieder typisch, ne? Ja, aber ist ja zum Glück ja, nichts trotzdem, passiert, aber. Das muss nicht sein, dass die. Da hätten eigentlich nur rechts vorbeifahren müssen. Er wäre vorbei gewesen, so ist er jetzt, keine Ahnung. Ich weiß nicht, der ist nimmer hinter mir. Ah doch, da ist er. Er ist wieder aufgetaucht. Ja, weil der weiße Pfeil halt weg war. Deswegen gehe ich auch, der ist weg. Aber nix war's. So, nochmal Vollgas. Also 15, denke ich, kann ich halten. Weiter vor komme ich nicht mehr. Also ich weiß nicht. Irgendwie, vorhin habe ich 25er Zeiten geschafft, jetzt 27,6 ist meine beste Zeit. Ich habe gerade nicht geguckt, was jetzt meine jetzige Rundenzeit war. Leider. Nur vorhin war ich ja auf weich, aber trotzdem. Ich will auch hier auf der Strecke überhaupt gar kein Fettgemisch anmachen. Ich habe so Schiss davor, dass es mich dann wegdreht. Ich will das jetzt, sagen wir mal, so zu Ende bringen. Und ja, mal gucken. 6 Sekunden auf mein Hintermann und 7 auf den Vordermann. Wenn das mal nichts... Oh. Ja. Super, jetzt wird's... Nein! Boah, Alter, ich rast aus, ne? Ja, mich dreht's dann mal. Und jetzt Mann! Ja, genau, jetzt bin ich 16er. Er ist erst komplett abrasiert. Und jeder weiß ja, wie... Ja, der ist komplett abrasiert. Und jeder weiß ja, wie gut ich mit keinem Spoiler fahre. Total beschissen. Mann, Alter, das war so unnötig. Warum hat's mich da gedreht? Ich fahr jetzt ohne Spoiler, bevor ich nochmal in die Box gehe. Das ist mir echt so blöd gerade, echt. Mann! 7 Runden kannst du vergessen. Das ist mir gerade echt ein Stück weit zu blöd. 1,39er Zeit. Jawohl, das ist super. Das ist toll. Das wollen wir ja alles sehen. Ja, natürlich sehen meine Rundenzeiten nicht gut aus. Ich habe meinen Spoiler verloren. Nur ich gehe nicht in die Box. Kannst du mir im Arsch lecken. Scheiß Team-Typ. Ansage, Spacko. Vor allem, ich muss jetzt die Kurven so fahren, dass sie... wirklich hellgrün sind, also wirklich helles Grün.
Ich normalerweise fahre ich die teilweise so, dass sie gelb sind. Aber das kann ich jetzt nicht mehr. Wenn es weitergeht, dann bin ich Platz 17. Ja, vor allem die Box, so kannst du doch nicht weiterfahren. Ist doch arschlarm. Halt ich den halt auf. Kann noch eine Möglichkeit, aber das schaffst du ja nicht ewig. Lass das mal meine Sorge sein. Okay, ich hab's nicht geschafft, aber. Ja, aber ich werde so oder so irgendwann, wenn ich jetzt nochmal in die Box gehe, verliere ich nochmal Plätze. Boah, Junge! Nee, ohne Scheiße. Ich würde das Auto am liebsten jetzt gegen die Wand setzen. Jetzt fahre ich in die Box, jetzt geben die mir eine neue Nase und dann. Ich war Platz 15. Das ist so ärgerlich, das ist so dumm. Box, Box, Box. Ja. Mann. Mir läuft ja mal wieder alles rund heute. Ich wäre jetzt beinahe aus der Boxenfahrt noch Einfahrt noch rausgefahren. So, da ist Nummer 18, 19, 20, 21, 22, 23. So, alle sind da. Das heißt, ich komme jetzt als letzter raus. Einwandfrei, das ist doch zum Kotzen. Ja, sagt, ich komme auf deiner Position raus. Ich glaube aber ehrlich gesagt gar nicht dran. Nimm doch die scheiß Nase ab. Genau. Ich bin 22. Tut mir nochmal neue Reifen drauf. Warum? Ich wollte keine neuen Reifen. Warum tun die mir nochmal... Die haben mir weiche Reifen, glaube ich, drauf. Oh ja, wow. Oh, das ist doch schon ich komme jetzt bei dir raus. Wow, ich bin 24. Wow. Alter, toll. Überhol mich ja noch außen, Arschloch. Und wir werden gleich über Runde. Da hinten sind wir die Ersten. Toll. Also in dem Rennen läuft echt alles glatt. Ja, mein Hintermann hat einen leichten Schaden an Frontflügel, wo er mir reingefahren ist. Ich glaube, der hat mir wieder weiche Reifen drauf, ne? Warum haben die mir rein? Ich wollte keine neuen Reifen. Was fasst mich das? Das, oh Mann, das, nee. Das riecht mich... Ja, mit weichen Reifen bist du jetzt schneller. Das ist aber Boogie, es bringt mir ja nichts. Egal, was ich jetzt noch rausfahre, es ist total irrelevant. Weil ich eh 20 Sekunden nach hinten strafversetzt werde. Jetzt hätte es mich fast wieder gedreht. Du musst das Auto hinter dir überholen lassen. Ach, leck mich am Arsch, Alonso. Ja, dann überhol doch. So, jetzt. Danke fürs Anschieben. Wer immer du warst. Vettel. Ja, ja. Nett. Freut mich. Wir sind in Sektor 3, schneller als das Auto vor. Jetzt fahr halt. Junge, ich kann nirgendwo anders hin, wo die Ideallinie nicht ist. Wo hätte ich hingehen sollen? Jetzt hole ich niemanden mehr ein. Ey, das ist doch zu. Mann! Toll! Na, ich musste die überholen lassen, alle. Jetzt bin ich aber. Blaue Flagge. Ich hab gerade nur einen Lonzo überholen. Ja, da kommt lassen. Vettel auch gleich und noch. Blaue Flagge ist mir scheiße. Zweiter war. Dritter ist auf jeden Fall Vettel. Das heißt, da kommen noch welche. Ich bin jetzt. Ich jage jetzt den Alonso, mir scheiße. Ja, sonst machen wir was wir wollen. Das ist mal wieder Lenkradius von einem LKW. Mann, das ist doch echt gerade. Da freut man sich, dass man wenigstens ja schnellere Autos überholen lassen. Der ist noch nicht mal da. Das habe ich abgekürzt. Okay, du musst deinen Hintermann vorbeilassen. Ja, dann fahr vorbei. Noch wer? Nö, jetzt kommt erstmal die Schikane. Ja, fahr halt vorbei, Junge! Ach, das war die Resta. Hä? Die Resta auf Platz 22 hat mich überrundet? Nee, das kann ich... Ich habe jetzt den... Ich habe Platz verloren, weil ich gedacht habe, ich muss den vorbei... Nee. Wie jetzt? Da, ich habe einen Platz verloren, weil ich den vorbeigelassen habe. Fast weggedreht. Bin ich denn... Das ja. Wahnsinn! Schnelle Autos. Toll. Ja. Ja, macht nur weiter so. Da müsste ja eigentlich der Superkommentator sagen, ey, da ist einer dabei, den darfst du nicht vorbeilassen. Also ich bin gerade... Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Dafür ist der Vollidiot eigentlich da. Da hätte es mich jetzt fast wieder gedreht. Meine Laune neigt sich in meinem Tiefpunkt. Weil irgendwie auf einmal ist einer dabei, den darf ich nicht vorbeilassen oder soll ich nicht vorbeilassen. Könnte man ja mal sagen. Vielleicht. Also ich finde es eine Erwähnung wert. Jetzt habe ich meinen einen Platz, egal, es ist irrelevant, es geht hier nur ums Prinzip. Aber jetzt habe ich einen Platz verloren, weil ich jemanden vorbeigelassen habe, weil ich gedacht habe, blaue Flagge zählt noch. Super. Super Spiel, echt? Ja. Woher soll ich wissen, dass der... Ne, ich sag dazu echt nichts.
Ey, sowieso bescheuert. Guck mal, ich schiebe jetzt den Hamilton geraden an. Und ich bekomme immer noch blaue Flaggen. Der Hamilton ist immer ein Zweiter. Ich weiß, hinter mir sind noch welche, aber ich hatte die gar nicht auf, wenn ich beim vorderen dran bleibe. Ja, es geht ja trotzdem darum, dass die dich überholen. Bei mir schon wieder blaue Flaggen. Ach komm, fick dich. Scheiß drauf jetzt. Was soll ich schnell von dir jetzt auch nicht? Nein, ich bin schon lahm unterwegs. Lustig ist nur, wenn sie an dir vorbeiziehen auf der Geraden in der Kurve, bremst du so spät, weil du nun mal halt spät bremst, dass du wieder einholst. Mhm. 1,23 vor mir, ich habe 1,25. Ich würde da mithalten. Ich bin gerade nach 1,26 hier Zeit gefahren und das war nicht mal schnell, sondern ich bin an der Hamilton dran geblieben. So, die Rester. 50 Meter vielleicht. Vielleicht hole ich dich noch ein. Ja, ich bin wieder an die Rester vorbei. Auch wenn es egal ist, aber es geht wie gesagt nur ums Prinzip. Und ich muss jetzt die Linie von Paris fahren, also. Jetzt ist es nicht schlecht. Hi, Pig. Ich muss zwar jetzt abkürzen, aber... Position zurückgeben! Genau, jetzt habe ich natürlich zwei Positionen zurückgegeben, weil die natürlich direkt hintereinander sind. Aha! Wichser, ey. So, oh, scheiße hier. Eine lausche Wirkung lassen, wir sind jetzt schon wieder. Wir sind so schlecht. Du musst, wenn wir auf uns der von vorne angucken, kommt irgendwann, sind wir den zwar so gut, dass wir da mithalten, aber... Du bekommst die blaue Flagge, fick dich, Alter. Lass den Wagen hinter dir vorbei. Kobayashi, Jean-Eric Wern. Genau, Jean-Eric Wern. Uns doch jemand. Der ist doch eigentlich bei Lotus dabei. Warum fährt er trotzdem jetzt hier mit? Oder bin ich jetzt falsch informiert? Normalerweise, wie ich im Singleplayer gespielt habe, wo wir unser Team auswählen konnten, da bei der Einzelspielerfahrt, da war das so, dass der da mitgefahren ist bei Lotus. Genau, zieh nur wieder rüber, die Rest, das ist mir egal, ich hab DS. Er wollte halt trotzdem mitfahren. So, die Reste habe ich wieder. Pick Gammel da vorne irgendwo. Hier zum Beispiel. Es macht nichts, wenn dein Hintermann dich überholt. Mein Hintermann hat eine Zeitstrafe. Geil. Weiß ich nicht, auf jeden Fall ist es Pick oder die Reste. Ich wäre auf jeden Fall trotzdem hinter ihm. Also selbst wenn ich jetzt vor ihm fahre, werde ich hinter ihm so zeitlich sein. Hat er die gerade erst bekommen oder hat er gesagt, er hat eine? So, ja, vielleicht, wenn es der Pick das ist, vielleicht, weil es bei uns vorhin. Ja, aber da war ich noch nicht. Da war Pick noch weil da habe ich zumindest auch eine bekommen, ich war. Gesagt hat. Da war nur die Rest dahinter mir. Na, dann keine Ahnung. Was fahre ich denn für eine Suppe zusammen hier? Warte, uns muss ich irgendwas scheiß Vollidioten vorbeilassen. Nicht, Deine Stimme hört sich teilweise etwas komisch an. Gut, also ich fahre jetzt im Moment echt so kacke, das muss ich wirklich sagen. Ich fahre nicht mehr, glaube ich, neben der Strecke als auf der Strecke. Ich bin 20. Ja, im Moment bin ich 21, aber mit den Zeitstrafen bin ich dann ganz hinten. Nee, ich bin 23. Wuhu! Ich bin 22. Ist ja echt super, geil! Meine Güte! So, jetzt wollen wir mal gucken, pass auf. Nö, natürlich haben nur wir eine Strafe. Jetzt gucken wir mal von ganz oben. Nö, es hat natürlich keiner eine Strafe. Nicht mal eine Zeitstrafe wird angezeigt bei Pick oder die Rester. Der hat zu mir doch eben gesagt gehabt, die haben eine Zeitstrafe. Hat er mir zu mir eben gesagt, das kann ich in der Aufnahme mir anhören. Warum wird das hier nicht angezeigt? Warum wird es nicht angezeigt? Ich finde das echt nicht lustig. Und da der Ricardo da wohl im Heckgeiz hat, der da auch nichts. Ich finde das echt nicht lustig. Beenden. Feierabend. Das ist für mich unvorstellbar. Mich hat einer weggedreht am Anfang. Ich schick dir das nachher wieder in WhatsApp oder was weiß ich wo. Das ist unvorstellbar. Die haben mich eiskalt weggedreht. Ich verstehe es echt nicht. Was soll's? Mal wieder ein Kackrennen, leider.
Wir hätten es uns auch anders erhofft. Wäre ja auch eigentlich anders gekommen. Ja. Wenn ich mich nicht weggedreht hätte, den Flügel verloren hätte dann und dann nochmal in die Box hätte gemusst und dann war eh alles vorbei. Und dann fünfmal blaue Flaggen und was weiß ich nicht, hast du nicht gesehen. Das war Ungarn. Scheißrennen. Jetzt als nächstes dann, das nächste Mal kommen dann wieder hoffentlich ein anständiges Belgien. Und wir müssen dann mal wieder ein bisschen üben und hoffen, dass wir mal wieder was rausholen. Aber für heute, also für mich, hoffen wir's mal. Kein Bock mehr auf das Spiel heute. Ganz, muss ich ganz ehrlich sagen, nach der ganzen Kacke, was in dem Rennen gelaufen ist, was ja zum Teil wirklich selber verschuldet ist, was ich verstehe, was aber... Mit Pick, okay, ich war auch mit dran schuld. Aber er war auch nicht unschuldig. Aber mit Ricardo oder wie der Vollidiot schießen hat, also die, das muss ja einfach sein. Die haben auch, man hat ja deutlich gesehen auf den Strecken, da waren viele Flügel rumgelegen. Viele Teile. In mehreren Streckenabschnitten. Wo kommen die? Sind die einfach willkürlich da platziert oder was? Nein, da muss ja was kaputt gegangen sein. Ich versteh's nicht. Und die fahren dann teilweise einfach weiter. Also es, nee, es kann man auch nicht. Ich habe gesehen, es sind zwei, drei Leute in die Box gefahren, okay. Aber irgendwie habe ich trotzdem nicht das Gefühl, dass die, wo den Flügel verlieren, dass die meisten, die fahren einfach weiter. Die fahren halt dann auf der Ideallinie weiter, obwohl sie es eigentlich gar nicht können. Ich habe keine Ahnung. Ich habe für heute genug von dem Spiel, mir geht's auf den Sack. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder beim Shell Formel 1 Grand Prix von Belgien. Tschüss. Genau, bis dann. Servus.